Audio Jungle. Mahlzeit, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. So, was ist heute angesagt? Heute haben wir folgendes Problem. Und zwar verliert der Adam Kühlwasser. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo die Suppe rauskleckert. Wochenende gefahren und das Ding war leer. Also, dass da nichts Größeres passiert ist. Er hat zwar zwischendurch mal ein lautes Motorgeräusch gemacht, war nicht so klasse beim Rückwärts-Einpacken auf der Auffahrt. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich den Kühler in Verdacht, weil, ja, soll so eine kleine Schwachstelle bei der Kiste hier sein, bei den Adams allgemein, sag ich mal so. Und ja, auf jeden Fall, das werde ich jetzt heute mal versuchen, ja, zu lokalisieren. Wie ich den Kühler rauskriege, keine Ahnung. Ich habe mal, bin ich ja ganz ehrlich, mal geguckt. Schwachstelle ist Kühler bzw. Wasserpumpe. Habe ich beides bestellt, liegt ungefähr bei 160 Euro, beides zusammen. Ist unterwegs, dann kommt nochmal Kühlflüssigkeit mit dazu, die dann reingemacht werden muss. Also komplettes Ding jetzt hier 180, ja 180 Schleifen. Ja, 185 Euro ist man mit dabei, dann hat man da Ruhe. Wie gesagt, Kühler habe ich im Verdacht, da gucke ich jetzt mal, ich hebe ihn mal hoch. Ich habe ihn jetzt aufgefüllt, Wanne untergestellt, ist auch ein bisschen drinne. Ja, aber zurzeit hält er, das ist aber nicht Sinn und Zweck da dran. Trotzdem will ich gucken, wo die Ursache herkommt. Also, ich ziehe ihn hoch und dann gucken wir einmal von unten, was das sein könnte, ob wir da was finden. Alles klar, bis gleich. So, Herrschaften, das Fahrzeug habe ich oben. Da könnt ihr das mal sehen. Wo er denn nur kleckert. Da sieht man das auch. Da ist er nass. Da sieht man das ganz gut. Hier kleckert er lang. Da auch. Ja. Ja. Da auch. Okay, das ist dann erstmal so die erste Bestandsaufnahme. Dann wollen wir einmal das Plastikgerödel hier mal abschrauben. Den Unterfahrschutz und dann gucken wir mal. Mal sehen, kann man da irgendwas drin sehen? Ne, das ist der Ladeluftkühler. Und der andere sitzt dahinter. Ladeluftkühler und dann für den Turbo. Ja. Hol ich mal Giraffe und dann basteln wir mal. Bis gleich. So, Leute. Bin immer noch mit dem Unterfahrschutz hier in Gange. Eine Seite habe ich jetzt soweit schon gelöst. Die ganzen Schrauben sind raus. Jetzt habe ich hier noch so eine Klammer. Muss ich mal gucken. So. Oh, das sieht ja lustig aus. Das sieht ja lustig aus, aber wo kommt das her?
der scheint heil zu sein. Aber das ist der Schlauch vom Turbolader. Ja, wo kommt das Wasser jetzt hin? Mal auf den Deckel gucken. Und da kannst du nichts erkennen. So, ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Das ist der Schlauch vom Turbolader. Und hier war eigentlich immer so die Leckage. Und guck mal. Den hier, ich kann nicht lose Schrauben brauchen. Dann kann ich den gleich wieder festschrauben. Genauso wie den Spoiler hier. Irgendwo muss das Wasser hierher kommen. Scheiße. Ja, ein bisschen schwitzig ist er, das ist aber ganz normal, das darf er auch. Tja. Mal die Kiste anschmeißen und dann mal gucken. Was anderes bleibt wohl nicht. Scheiße. So Leute, neuer Tag. Heute damit erstmal zur Arbeit gefahren, Probe laufen lassen, mal gucken. Wie ihr seht, er hat verloren. Wenn er Druck aufbaut, verliert er definitiv Wasser. Ich weiß jetzt auch, woher das kommt. Eine ganz fiese Stelle. Und zwar habe ich ja immer gedacht, es liegt auf der Beifahrerseite. Nein, es liegt auf der Fahrerseite. Und zwar eine ganz doofe, fiese Drecksstelle. Da habe ich nämlich einmal den Behälter untergestellt. Da kleckert er. Und zwar, da kann man von hier oben wahrscheinlich nicht sehen, aber die Leckage ist direkt zwischen Ladeluftkühler und Kühlerinnenseite direkt dazwischen. Da kleckert er durch, also ist der Kühler, der hat einen weggekriegt. So. Folgendes, ich habe mir jetzt Kühler dicht bestellt. Das werde ich mal versuchen. Kühler ist auch unterwegs, wie gesagt. Wasserpumpe ist unterwegs. Wenn das Loch noch klein sein sollte, ja, kann man das damit mit Kühler dicht versuchen. Ist vielleicht nicht gerade so die beste Art und Weise. Aber wenn der Kühler da ist, vielleicht werde ich den noch tauschen. Richtig doof, da sieht man das nicht. Ich habe es auch nur gefühlt, ja, da kann man das sehen, so ein bisschen genau dazwischen. Das ist eine ganz doofe Stelle, also ganze Front muss hier ab und dann mal gucken, wie ich den dann am besten rauskriege. Ich kann mal was testen. Jo, Leute, so, Opel Adam die zweite. Kühler ist gekommen. Der zweite jetzt mittlerweile, der erste ist beschädigt angekommen. Da wurde oben und unten mit der Flex reingeschnitten. Ein paar Kühlrippen waren dann leicht ja angestoßen, sag ich mal so. Ich habe dann den Händler angeschrieben, ich will jetzt keinen Namen nennen. Habe den Händler angeschrieben und ja, der hat mir angeboten, 5 Euro nachzulassen. Nein. Habe ich gleich gesagt, für 5 Euro, also 20 wäre in Ordnung gewesen. Da kann ich mit leben, aber nicht 5 Euro. Weil, gut, man hätte den benutzen können, das ja, aber trotzdem. Mit den Beschädigungen. Also geht das Ding zurück. Hab dann nochmal ersatzweise beim anderen bestellt. Der ist dann jetzt mittlerweile gekommen. 2 Wochen sind jetzt rum. Ja, eine Woche habe ich allein schon nur fürs Rumtüdeln mit hin und her schicken. Und also eine, ja... Also ein Kram, sag ich jetzt mal, zu tun gehabt. Auf jeden Fall, jetzt geht's dabei, erstmal die Stoßstange runter zu rupsen. Mal sehen, das soll eigentlich ganz leicht sein. Ja, gucken wir mal. Und dann schauen wir mal, wo denn die Leckage ist, damit das Ding denn jetzt hier erstmal vorwärts geht. Gleich werde ich ihn erstmal an die Batterie anschließen, damit die nochmal ein bisschen geladen wird, weil er stand jetzt die ganze Zeit. Ja, gut. Wir gehen mal raus und dann gucken wir mal. So, Leute, da ist die Stoßstange.
da ist sie nochmal geschraubt. Von der Seite von innen ist sie nochmal geschraubt. Da vielen Dank nochmal an meinen Nachbarn, der dann da eben gerade geholfen hat. Hier genau dasselbe. Hier sind natürlich gerissen. Wie soll es auch anders sein? Das ist ja natürlich Plastik. Irgendwas muss ja auch immer mal kaputt gehen. Scheiße. Blätter hier zwischen. So. Und so sieht das aus. So sieht die Front vom Adam aus. Das ist der Ladeluftkühler, wie man sieht. So, da wird er ausgehakt. Der Kühler hier unten ist er nur reingeklimmt. Ne, da ist er reingeklimmt, Entschuldigung. Da sitzt er drin. Ja, Reifen kann ich wieder rauf basteln. Das ist dann so viel schon mal dazu. So, einmal den Kompaktstecker hier. Da war die Stoßstange fest. Du hast das Hübchen und wo ist meine Lampe? Da oben. Da ist die Lampe. So. Und da könnt ihr das sehen. Da ist er nass. Da kleckert er. Moment. Scheiße, das geht nicht. Boah. So. Wie gesagt, an dieser Stelle schönen Dank nochmal an meinen Nachbarn. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Christian. So, und zwar, da seht ihr das. Da ist er nass. Und kleckert der Kollege irgendwo runter. Ja, Gefäß unter, Flüssigkeit ablassen. Gucken, was los ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Kannst aber auch nichts sehen. Wasser sucht sich ja den Weg. Das ist der Ladeluftkühler hier. Ja. Jetzt geht's los. Wir wandern. So sieht die Front jetzt aus. So. Da ist auf jeden Fall der Ladeluftkühler vom. Der ist ab. Und wie ihr sehen könnt, da ist er durch, da kleckert er. Hier zieht er irgendwo Wasser. Aber richtig Wasser. Nass. Geht. Da. Da ist er fertig. Hier wirkt er sich auch schon. Also, ja. So viel denn dazu. Nicht schön, aber es ist leider so. Und da kleckert er auch wieder. So. Das auf jeden Fall schon mal zum Update. Tja, sollte nicht sein, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's langsam weiter. Gott sei Dank. So, neues Update. Flüssigkeit ist so weit raus. Da kleckert er. Und zwar habe ich ihn hier über den abgelassen. Und ich habe den Kühler so weit, so gut schon mal lose. Und zwar, er wackelt, Schläuche gelöst. Und zwar habe ich hier die Schrauben gelöst für den Kühlerhalter. Die sitzen hier unten. Das mache ich jetzt nochmal auf der Seite mit den zwei. Und dann kann ich den Halter runternehmen und den Kühler rausnehmen. Das ist am einfachsten. Ja. Das ist die einfachste Art und Weise und beste. Also, ran ans Werk.
Ja, das passt. Weg. Wo ist die Nase noch?
Ich zeige euch das mal. Und zwar hier mit dem Raufschieben und Reinschieben. Das war ein bisschen schwergängig, aber ansonsten ein bisschen mit der Zange hier beigehen und dann leicht rüberdrücken geht. Das Loch passt da hinten jetzt auch wieder. Der ist dran. Den können wir nachher abnehmen. Den können wir auch nachher abnehmen. Und dann kommen die Schläuche drauf. Guti, der sitzt. So sieht er von vorne aus. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Im Gegensatz zu dem Kollegen hier. Wie man sieht, der ist, dass der fertig ist, ist kein Wunder. Der hat schon einiges mitgemacht. Guti, so. Dann wollen wir den mal reinprügeln. So Leute, Update. Kühler ist drin. Das Beste ist, mit zwei Mann natürlich den reinzusetzen. Dann habt ihr keine Schwierigkeiten. So, der Stecker ist wieder drauf. Die Klammer ist drin. Das war jetzt so das, was mir jetzt noch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hatte. Der wollte nämlich absolut gar nicht. Scheint aber soweit dicht zu sein. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Wasser aufgefüllt. Schläuche sind dran. Der Träger ist hier oben schon wieder dran. Der Schlossträger für die Verriegelung der Haube. War gar nicht verkehrt, den abzunehmen. Dann kommt man zumindest besser an die Schläuche und an die Kabellage daran. Dann hat man ein bisschen mehr Platz. Dasselbe auf der Seite. Man kommt zwar von hier so ein bisschen ran, aber muss gut popeln. So, meine lieben Freunde, der Turbolader-Kühler ist wieder dran. Schläuche sind angeschlossen. Das sieht gut aus. Schrauben sind drin, die ist drin. Hier oben ist er geschraubt. Dasselbe auf der anderen Seite. Der Turboladergeber ist wieder drin. Den muss ich gleich hier auch nochmal reinklipsen. Mal gucken, wo der reinkommt. Der Schlauch ist fest. Ja. Sagen, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Mal gucken, wo kommt der denn rein? Kommt der hier rein oder wo steht er denn am wenigsten? Ich glaube hier, ne? Können wir in Ruhe gucken, ob der noch reinkommt. Na, ich werde ihn gleich mal anschmeißen, laufen lassen. Mal gucken. Kommt er da rein? Da ist er besser. So, da sitzt er. Ganz gut. Da ist der Zentralstecker. Ein bisschen Flüssigkeit auffüllen. Und dann erste Probelauf. Bis gleich. So Leute, jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt wie Flitzebogen. Zündung an. Kapelle aus, Motorhaube offen, das ist gut. Das ist schön. So, Motorhaube offen, okay. Ach, Kapelle aus. Eco ist aus. Wir gehen nach draußen und gucken mal. Lüftung ist an. Mal sehen, was er sagt. Wassertechnisch. Er schnurrt. Das sieht gut aus. Muss er sich jetzt natürlich nur noch verteilen. Das müssen wir mal ein bisschen warm laufen lassen. Mal Licht ausmachen. So, zack, Licht aus. Ach, der hat ja dieses Standlichtgedöns da. Ja. Dann machen wir gleich nochmal die Lüftung an. Und dann schauen wir mal. Der wird ja relativ schnell warm. Klima kommt.
da greife ich jetzt nicht rein, bevor der nachher anfängt zu laufen. Das ist nicht so gut. Ja. Dann warten wir mal. So, meine lieben Freunde, letztes Update. Stoßstange ist soweit schon dran. Ist noch nicht festgeschraubt. Ich habe sie jetzt erstmal nur fixiert. Hier oben. Und eins, zwei Schrauben. Hier werden die Rädchen noch eingedreht. Radkasten muss noch gemacht werden, wie man sieht. Jetzt bin ich dazu gegangen. Wie man sieht hier vorne. Das werde ich jetzt machen. Soweit ist das Ganze. Kreislaufsystem dicht, es kleckert nichts mehr, das ist schön. So, okay, und der Bodenplatte noch ran und dann ist das abgehakt. So, Attacke. So, Leute, kurzes Update, ihr seht da oben, Lichterkette hängt da oben, da fremd sie rum, da ist mein Kranz. Ja, wir befinden uns auf Zielgeraden zu Weihnachten hin. So. Den noch festziehen. Und der Bodenschutz ist dran. Fertig. Ist die Laube. Aufräumen. Laubfegen. Fertig. Ende. Aus. Mickey Maus. Das war ein bisschen Agavaz jetzt mit dem ganzen Kram, aber jetzt läuft er wieder. So, alles klar. In dem Sinne, schönen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht zu abonnieren. Drückt die Glocke. Bis zum nächsten Video. Das war Hübis Garage. Alles klar. Bis dann. Tschüssikowski. Auf Wiedersehen.